Willkommen, meine lieben Leute, hier ist euer Gerhard und ich habe mir einfach mal überlegt, yo, machst du doch mal ein Video über alle Filme, die sich bei dir im Zimmer befinden. Jetzt habe ich sie mal auf eine Stapel gestellt und ich sehe gerade einen halben Meter voller Filme sind das. Wohlgemerkt, das sind nicht alle Filme, die ich bei mir zu Hause habe, das sind nur meine eigenen und bei mir zu Hause, das sind um die 500 Filme, bis ich da fertig bin, ist kein Platz mehr. Wir haben 3 oder 4 Schränke voll DVDs in der Zwischenzeit und noch einmal doppelte an Kassetten. Und da habe ich echt keine Lust darauf. So, also, ich habe jetzt gedacht, ich zeige euch jetzt mal diesen Stapel an Filmen. Bitte nicht sagen, was euch etwas wundert, denn da sind Filme über meinen gesamten Lebensverlauf drin. Und wenn euch da ein paar Filme zu kindisch vorkommen, wohlgemerkt, das sind einige Filme drin, die ich schon ewig und Tag nicht mehr angeguckt habe. Okay, also da hätte ich zum ersten Mal Robots von den Machern von Ice Age. Das war 20th Century Fox. Hier. Dann hätte ich Horten hört ein Hu, ebenfalls von den Machern von Ice Age, auch 20th Century Fox. Dann habe ich einen wunderbaren Film, 3 Oscars bekommen. Hier, das Leben ist schön. Beinhaltet die allgemeine Lebensweise in einem KZ von irgendeinem italienischen Miramax. Ist der. Also, ich empfehle das Bett, finde ich sehr gut. Dann komme ich zu meiner privaten Ecke. Und zwar habe ich zusammen mit einer Musical-AG, die es bei uns in einer alten Schule gibt, sämtliche Musicals schon eingeprobt und aufgeführt. Da hätte ich zum ersten Mal Dracula, das Musical, dann hier die 3 Musketiere, das Musical, die Welle, das Musical, naja, wem es gefällt. Dann habe ich hier einen Musikfilm, die Beatles in Help. Ihr müsst wissen, ich bin großer Beatles-Fan, immer noch. Obwohl ich schon seit ewig und 3 Tage tausende von Beatles-CDs bei mir im Zimmer stehen habe, höre ich sie immer noch gerne an und echt super Musik. Dann habe ich mir selbst Bass beigebracht, Bass spielen. So, nur für Anfänger, da seht ihr es. Also wer fortgeschritten ist im Bass spielen, bitte diese DVD nicht holen. Dann natürlich mein absoluter Favorit, AC/DC, Let It Be Rock. Das ist ein Konzert aus dem Jahre 1979. Ja, gibt's nichts zu sagen. AC/DC kennt jede Sau. AC/DC Live at River Plate. Dann habe ich den neuesten Film, der momentan bei mir neuester Film. Ich hab den Film schon. Also der ist schon etwas älter, aber es ist halt derjenige, den ich zum letzten gekauft habe. Und zwar Willkommen bei den Stiefs. Ich persönlich habe mich nicht mehr gekriegt vor lauter Lachen, als ich den Film das erste Mal angesehen habe. Noch dazu, dass Christoph Maria Herbst so wirklich Stieh spricht. Das hat mich am meisten gewundert und er macht das echt genial. Also zieht euch diesen Film rein, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Dann eine große Filmgröße. Alfred Hitchcocks bei Anruf Mord. Im Originaltitel Call M for Murderer, glaube ich. Oder so hieß er. Genial gemacht mit Grace Kelly, Robert Cummings und Ray Milland. Super Film, echt amüsant. Einer der amüsantesten Hitchcock-Filme, wo es gibt. Und ich finde ihn. Zuletzt habe ich ihn gestern angesehen. Und ich finde ihn einfach immer noch zu genial, um anzugucken. So, wo machen wir weiter? Daniel Radcliffe in Die Frau in Schwarz. Ein Psycho-Thriller der übelsten Sorte. Ich erschrecke mich jetzt immer noch und ich habe ihn schon 4 oder 5 Mal angeguckt und ich erschrecke mich immer und immer wieder, wenn die Frau in Schwarz ankommt. Vielleicht sehe ich, kriege ich ja ihr Gesicht hin? Nein, kriege ich nicht. Finde ich schade. Aber echt empfehlenswert. Wer wissen will, ob Daniel Radcliffe noch eine andere Rolle als Harry Potter spielen kann, ja, das kann er. Die Rolle des Arthur Kipps, ich weiß nicht, das habe ich auch mal in einem Kommentar hinzugefügt. Bei Le Floyd. Daniel Radcliffe spielt diese Rolle des Arthur Kipps wirklich 3-mal besser wie Harry Potter teilweise. Also ich finde es genial. Dann natürlich
gerade in jedes Zimmer. Fluch der Karibik, am Ende der Welt. Ich habe jetzt nur den dritten bei mir. Die anderen Filme gibt es natürlich auch bei mir im Zimmer, bei mir zu Hause. Allerdings gehören die beide meinem Bruder und da will ich keine Filme wegnehmen. Dann mein absoluter Lieblingsfilm, unschlagbar meiner Meinung nach, und zwar Drachenzähmen leicht gemacht. Der Film, das ist der einzigste Film, den ich bei mir im Zimmer stehen habe, von dem ich immer noch den Soundtrack bei mir in der CD-Schachtel habe und als noch anhöre und wieder und immer wieder anhören muss. Dieser Film ist genial. Also mit der beste Animationsfilm, den ich jemals gesehen habe und perfekt gemacht. Ihr müsst wissen, ich liebe Drachen ohne Ende. Und das Gefühl, das teile ich gerne mit diesem Film Drachenzähmen gleich gemacht. Dann habe ich ihn im Kino gesehen. Der erste Actionfilm war das, den ich im Kino gesehen habe. Das ist Tom Cruise und Cameron Diaz in Night and Day. Ein Agentenpaar wider Willen. Auch da habe ich mich im Kino halb tot gelacht. Bombastische Starbesetzung und ich finde einfach, beide spielen diese Rolle super. Bei Tom Cruise, da streiten sich einige Personen. Ich finde ihn einfach nur genial in dieser Rolle als durchgeknallten Geheimagent. Dann ein etwas älterer Film, sage ich mal. Ich sag nur so viel. Oscar Edition, bester Film 1930. Genial gemacht, meiner Meinung nach. Und das ist die Verfilmung von Remarques Buch Im Westen nichts Neues. Bombastischer Antikriegsfilm aus dem Jahr 1930 und einfach genial gemacht. Dann habe ich hier 2012, Roland Emmerich hat es endlich mal geschafft, er lässt die Welt komplett untergehen. Ebenfalls genial gemacht, geile Effekte und alles drum und dran. So, jetzt kommt der kindischste Film, den ich kenne. Und zwar ist der von ARD Video. Und zwar geht es um diese zwei Personen. Yes! Es ist ein Puppenspiel mit dem Namen Robby, Tobby und das Flievertüt. Oh, kann man mögen, muss man nicht. Dann habe ich hier von den Machern von Shrek, das ist DreamWorks Spirit. Habe ich auch gerne angesehen, tagelang. Und in der Zwischenzeit hängt aber eigentlich bloß zum Hals raus. Dann habe ich noch zur Auswahl Cars. Dieser Hook, der Doc und der Lightning McQueen, die gehören einfach in jeden Schrank rein, wo es gibt auf der Welt. Also Cars, ein Kino, ein Kassenknüller schlechthin. Und meiner Meinung nach nicht der schlechteste Film, den Pixar jemals gemacht hat. Dann habe ich noch Bärenbrüder. Auch ein guter Disney-Film. Meiner Meinung nach auch nicht gerade schlecht. Phil Collins hat den Soundtrack dazu gemacht. Vielen Dank an dich, Phil, für den genialen Soundtrack. Gucke ich mir immer gern wieder an. So, auch ein Klassiker schlechthin. Findet Nemo. Als ich den Film im Kino gesehen habe, ich habe gedacht, ich spinne. Ja gut, da war ich auch 4 Jahre alt oder so. Und ich gucke ihn immer noch gerne an. Die Dory, den Sprachfehler, die Vergesslichkeiten. Einfach genial und super macht. Dann habe ich hier Ein Königreich für den Lama. Mit diesem Film habe ich Michael Bulli Herbig kennengelernt. Und ich finde es immer noch amüsant zu gucken. Besonders als er feststellt, dass er ein Lama ist. Der kleine Cusco kennt jede Sau. Und ja, also ich finde es super gemacht. Dann Die Unglaublichen. Auch ein Kassenknüller, denke ich mal. Also mir hat es sehr viel Spaß gemacht und sehr viel Spaß bereitet, diesen Film zum ersten Mal anzusehen. Das war vor 6, 7 Jahren. Und bei einem Kumpel. Und echt genial gemacht. So, dann habe ich noch einen Klassiker. Und zwar Tron, das Original. Das ist Tron für den Fall, dass ihr es noch nicht kennt. Und ich finde diesen Teil eigentlich besser wie den zweiten Teil, weil er einfach von der Story mehr hergibt und ich persönlich, also mein Favorit, dann die lege ich besser mal weg. Nee, nee, nee. Ein bisschen Spaß muss sein. Der SpongeBob SpongeBob Film, wen hätt's gewundert? Ja, ich habe früher jede einzelne Folge von SpongeBob SpongeBob angeguckt, habe keine Folge verpasst und das lohnt sich bis heute noch, diesen Film anzusehen. Finde ihn einfach nur noch zu kindisch und zu lachhaft für mich. Dann Johnny English. Jetzt geht's los mit Rowan Atkinson. Geniale Verfilmung. Bloß sieht man bei diesem Film Rowans Alter
ziemlich gut an, vor allem bei den grauen Haaren, die er da hat. Aber er spielt die Rolle echt teilweise noch besser wie diese Rolle im ersten Teil. Kann man mögen, muss man aber nicht. Den britischen Humor muss man halt verstehen. Wenn man die Pythons mag, kann ihn lieben. Dann habe ich hier das Sams in Gefahr. Das war der allererste Kinofilm, den ich im Kino angesehen habe, mit Christine Urspruch und Ulrich Nöten in den Hauptrollen. Ich weiß gar nicht mal, haben die überhaupt noch mal einen Film zusammen gemacht? Weiß gar nicht. Nö, glaub nicht. Aber ich habe ihn angesehen und wollte unbedingt hinein. Mein Bruder hätte gern mitkönnen, aber der hat sich dann leider für den dritten Herr der Ringe entschieden. Ich finde diesen Film immer noch amüsant und ja, wünscht euch was. Wünscht euch was zu Weihnachten. Der Wunsch geht in Erfüllung. Dann, Sieben Zwerge, der Wald ist nicht genug. Muss auch eigentlich in jeden Schrank. Der erste Teil habe ich eigentlich auch im Besitz, aber der ist momentan bei mir im Keller neben meinem PC und da habe ich keine Lust runterzulaufen und den Film jetzt extra zu holen. Gerade damit ihr wisst, dass ich auch den ersten Teil habe. Auch lustig und gut gemacht, allerdings nicht so gut wie der erste Teil. Dann die drei Fragezeichen, das verfluchte Schloss. Dieser Film ist wirklich der einzigste Film, den ich nicht im Kino gesehen habe von diesen allen. Mit Ausnahme von den Filmen, die ich sowieso nicht ansehen konnte, wegen des Alters. Ich meine, wer von den Jugendlichen von heute hat zumindest auf einen Ruf Mord oder im Westen nichts Neues im Kino gesehen? Keine Sau. Und ja, also das ist eigentlich mit der einzigste Film, den ich gut im Kino ansehen können hätte, aber ich nicht im Kino war. Ich war einfach bloß begeistert von die drei Fragezeichen, das Geheimnis der Geisterinsel. Und dann habe ich mir einfach mal blindlings überlegt, Gerhard da, Holzer der, das verfluchte Schloss. Vom Ende war ich nicht so begeistert, aber ist Geschmackssache. Dann, ich lese gerne Bücher von Cornelia Funke. Eins davon war das Buch zum Film von Herr der Diebe. Besser gesagt, der Film zum Buch ist es ja. Und da hätte ich eigentlich auch ins Kino gehen können. Da war mir die Maske allerdings etwas zu gruselig. Und deswegen bin ich da nicht reingegangen. Auch gut verfilmt, allerdings viele Abweichungen zum Buch. Finde ich jetzt persönlich nicht so ganz dolle. Dann Tintenherz mit Brendan Fraser, Paul Bettany, Helen Mirren, Jim Brown, ja, okay, und Andy Serkis. Also die anderen, über die kann man sich streiten, Brendan Fraser und Andy Serkis in den zwei absoluten Hauptrollen eigentlich, finde ich persönlich sehr gut. Bloß finde ich das Ende beschissen, weil das verdirbt die ganze. Also ich weiß nicht, warum sie das gemacht haben, aber mit dem Ende, wo sie sich da rausgesucht haben, das geht einfach nicht. Da kann man nicht mehr die anderen zwei Bände verfilmen. Das finde ich so schade. Aber ich meine, da hat sich der Regisseur halt selber ins eigene Fleisch geschnitten. Dann komme ich zu den zwei einzigen Harry Potter Teilen, die mir gehören. Und zwar hätte ich da einmal Harry Potter und der Feuerkelch und einmal der erste Teil der Heiligtümer des Todes. Kann man sich eigentlich auch drum streiten, welcher besser ist. Ich finde einfach beide genial. Bloß die Musik bei dem finde ich nicht so dolle, weil sie nicht von John Williams ist, aber naja, sieht jeder anders. Da hat er wieder Musik gemacht und man sieht besser als jeder einzelne, meiner Meinung nach. So, dann hatte ich noch Charlie und die Schokoladenfabrik. Diesen Film, das war der einzigste aus meiner Sammlung da, den ich im Urlaub angesehen habe. Finde ich persönlich sehr schön. Und Johnny Depp spielt die Rolle des Willy Wonka wirklich genial, muss man sagen. Mir persönlich gefällt das sehr und ja, was ganz Tolles. Dann habe ich noch den goldenen Kompass. Hab das Buch dazu nie gelesen. Finde den Film einfach nur genial. Nur eine Sache finde ich blöd, und zwar das offene Ende. Und noch dazu, dass nach diesem Film kein weiterer ins Kino mehr gekommen ist, weil man hat eigentlich auf eine Fortsetzung gewartet, gewartet, gewartet. Aber Scheiße, das war mal fällig. Ja, aber sie ist nie gekommen, was ich persönlich sehr schade finde. Und auch hier. Okay, Leute, das war's mit den Filmen bei der Scan EP. Aber da hätte ich jetzt. Wartet mal, wartet mal, wartet mal. Da hätte ich jetzt doch noch eine. Und zwar den teuersten Film, den ich jemals gekauft habe. Eine 3-DVD-Box von ACDC-Konzerten. Finde ich persönlich auch ganz genial. Davon habe ich übrigens
dieses Originalposter von Jahre 1979 von November, wo sie in Essen in der Krugerhalle und in Dortmund in der Westfalenhalle 3 ein Konzert abgegeben haben. Hier hatten wir Brian Johnson. Okay, Leute, also für den Fall, dass euch das Video gefallen hat, einfach den Daumen nach oben. Für den Fall, dass euch das Video nicht gefallen hat, Daumen nach unten. Muss aber nicht sein. Ich bin mehr für positive Bewertungen und das kennt ihr ja alle, Mensch. Und das hört ihr auch in jedem einzelnen Video. Das war's mit meiner Filmshow aus meinem Zimmer bei das Gerhard LP. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn nicht, sei es drum, das nächste Video wird wieder besser und bis dahin sage ich ciao, euer Gerhard. Na, wo ist denn der Ausschaltknopf? Ah, da.